Wieder ein bisschen Munition vergeudet. Aber so habe ich wieder Platz für Muni. So, sind wir jetzt da, ne? Ja. Also da hinten wartet Ada. Wir fahren jetzt mit dem Zug weg. Da haben wir noch eine kleine Erkundungstour eben gehabt, die nichts gebracht hat. Nur ein bisschen Munitionsverschwendung. Egal. So. Ich habe mein Bestes gegeben. Dann wollen wir mal. Zack. Oder kommt jetzt hier drin noch ein Kampf? Diese Bahn fährt zum Nest. Steigen Sie nicht aus, bevor wir unser Ziel erreichen. Aha. Und was ist dann mit dem Polizeirevier? Oder gibt's das gar nicht? Ich denke, ich brenne drauf, dass das FBI die Umbrella-Zentrale stürmt und die Mistkerle verhaftet. Ich auch, aber im Klartext? Offiziell hast du nichts damit zu tun. Das ist ein FBI-Fall. Sobald wir das G-Virus haben, mache ich allein weiter. Hey, Leon. Vertraust du mir? Und du mir? Ganz ehrlich. Wenn nicht, wärst du wohl schon tot. Klar. Ich dachte, du könntest mir helfen. Und ich hatte recht. Sichere du das G-Virus, dann sorge ich dafür, dass sowas wie in Raccoon City nie wieder passiert. Ada, du sagst es selbst. Es ist ein FBI-Fall. Leon, ich habe keine Autorität. Schau mich an. Auf mich ist kein Verlass. Du bist meine letzte Hoffnung, den Fall abzuschließen. Ich lass dich nicht einfach hier. Wenn du angegriffen wirst, Hilfe brauchst. Ich schaff das. Sorg dich nicht um mich. Ich muss das zu Ende bringen. Und ich will dich wiedersehen. Ich hänge am Leben. Vertrau mir. Nest wird in Kürze erreicht. Nest! Das klang irgendwie lustig. Nest! Geh. Bitte, wir haben kaum noch Zeit. Das wirst du brauchen. Okay. Leon, verlasse mich auf dich. Ich weiß. Sie fährt jetzt wieder zurück, oder was? ID-Armband. Ja, dürften wir wieder zurück? Nein, kein Strom. Das heißt, sie hockt jetzt da drin, eingesperrt, hat keinen Strom und verhungert da jetzt. Ich brauche eine Dusche. Ja, das ist definitiv richtig. Also ich jetzt nicht, aber er hier. Eine Truhe. Ja, weiß ich nicht. Wollen wir das mal mit uns führen? Ich habe nicht mehr so viel Platz, ne? Der ist auf jeden Fall noch benötigt und der Schlüssel, ja, den brauchen wir hier wahrscheinlich nicht. Den packe ich mal weg. Und ich denke mal, eine Packung Kräuter packen wir auch weg. Den Rest behalte ich mal, weil wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Also was heißt in Erinnerung? Ich kann das Spiel ja nicht in Erinnerung haben. Aber es könnte ja sein, dass vielleicht noch pflanzliche Gegner kommen und die sind vielleicht gar nicht so verkehrt mit dem... Da ist er. Mit dem Flammenwerfer. Also siehst du auf jeden Fall drin und steht da jetzt. Ich finde diesen Wassereffekt eigentlich ganz witzig. Manchmal spiegelt sich halt der Boden so ein bisschen feucht. Das sieht irgendwie ganz witzig aus. Jo, okay, wir gucken uns mal um. Neuer Bereich, die Labore. Was habe ich eigentlich ausgerüstet? Die Pistole. Aha, großer, großer Bereich. Komme ich hier wieder raus? Ja. Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Ja, ich glaube, das ist sogar sinnvoll, wa? Was passiert denn da jetzt? Halten Sie bitte Abstand, bis die Türen vollständig geöffnet wurden. Aha. Dreifach gesicherte Tür. Es war wohl nix. Willkommen im Nest. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Wie geil ist das denn? Richtig mit Umbrella Corporation. Hui. Das ist der Empfang. Ja. Ja, wir gucken uns erstmal den Empfang an. Liegen da Zettel, die ich angucken kann? Ja. Ich kann an den PC. Ich frage mich, wo das G-Virus ist.
Ja, dann gucken wir mal im PC nach. Schlafraumprotokoll. Okay, damit wir wissen, wer wo gepennt hat. Toby Jackson, Sarah Takashi, Walt Page. Mit den Nummern dabei, okay. Anthony White, Cyril Archer, Desmond Locke, aha. Wayne Lee. Das wird bestimmt auch wichtig, aber ich habe das ja sicherlich abgespeichert. Haben wir hier noch einen Bearbeiter? Nö, aktuell nicht. Oh, hier ist ein Speicherraum, wie schön. ID-Anwender. Diese Forschungseinrichtung verwendet die neueste Sicherheitstechnologie, um die Sicherheit der Angestellten zu gewährleisten und effiziente Geschäftspraktiken zu ermöglichen. Um die Einrichtung zu betreten und zu verlassen, sowie zur Verwendung bestimmter Geräte, müssen die Angestellten ein ID-Armband tragen. Zugangsrechte werden in 3 Stufen vergeben. Besucher, Mitarbeiter, Führungspersonal. Die Authentifikation geschieht mit Hilfe eines elektronischen Chips im Inneren des Armbands. Die Zugangsrechte können geändert werden, indem ganz einfach ein anderer Chip eingelegt wird. Besucherarmbänder können an Familienmitglieder von Angestellten verteilt werden. Weitere Informationen erhalten Sie am Anfang. Genau. Das heißt, dann müssen wir uns erstmal gleich dann Zugang zur Führungsebene wahrscheinlich verschaffen. Da ist doch, guck mal, ein Erste-Hilfe-Kit und ich darf es nicht öffnen. Servers. Ja, wir hatten ja eigentlich gerade erst eine Truhe. Ach, ich behalte den Kram schon, ne? Ich glaube, ich werde das Messer erstmal... Nein, nicht... Entschuldigung, das wollte ich gar nicht. So, ich wollte das ausrüsten. Das heißt, als... Verteidigungswaffe. So. Ja, speichern wir mal im neuen Bereich. Es ist immer noch merkwürdig, dass wir jetzt praktisch nicht mehr die Herztürschlüssel öffnen können im Polizeirevier. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass wir nochmal zurückkehren, oder? Kommen wir nach dem Labor nochmal zurück zum Polizeirevier? Das wäre neu. Das wäre definitiv neu. In den Security Room komme ich einfach so rein. Okay. Aha. Was haben wir da? Oh, Schrotpatronen. Sehr nett. Sehr gut. Kommt bestimmt auch mal wieder Licker. Karte des Labors, das ist schön. Ja, gibt ein. Machen wir doch das hier unten erstmal. Das sieht relativ human aus. Lecker Stück Pizza. Ich dachte, da auf dem Bildschirm wäre was zu sehen. Ja, kann ich hier irgendwelche Schränke öffnen? Noch ein Terminal benutzen? Nö. Mehr ist hier anscheinend aktuell nicht. Okay. Auch dann. Also wie gesagt, hier links ist nicht so viel. Das könnte man als erstes machen, ne? Machen wir auch. Ich glaube, das wird dann hier erstmal reingehen. Das war jetzt der Gang, ne? Ja. Okay, dann gucken wir hier als erstes lang. So. Ich sehe einen Zombie. Definitiv einer, ja. Ich will aber jetzt nicht durch die Scheibe schießen und den auf mich aufmerksam machen, glaube ich. Oder ist das hier Lickerarbeit? Ich sehe schon Zugangsbereiche. Da hinten ist blau, da komme ich nicht rein. Okay. Aber grün kriege ich auf. Die Cafeteria haben wir hier. Langsam könntest du auch mal umfallen. Der hat noch eine Granate, okay. Irgendwo frisst hier doch einer ganz lecker. Da. Ja.
Hier ist schon wieder einer am Rumlaufen. Da! Bam! Bam! Also mittlerweile habe ich eine ganz gute Taktik gegen die Viecher entwickelt. So. Na gut. Cafeteria ist vorerst gesäubert. Hier gibt es auf jeden Fall noch was zu suchen. Zu sammeln. Das da zum Beispiel. Was ist das? Benzin. Oh, kann ich damit den Flammenwerfer nachladen? Laden? Nee, kann ich nicht. Schade. Doch, wenn ich es vielleicht nehme. Geil. Das ist doch schön. Ich muss sagen, der Flammenwerfer gefällt mir relativ gut. Der war ja bisher immer so ein bisschen, ja, weiß nicht, so ein bisschen überflüssig fand ich in den Resident Evil Spielen. Weil der immer nur Platz weggenommen hat und hat nie was gebracht und so. Aber hier, finde ich, ist der echt nützlich. Zumindest gegen diese Viecher da unten in der Kanalisation. Das war richtig gut, dass wir den dabei hatten, muss ich schon sagen. Da kann ich drüber? Nee, da kann ich die Karte nehmen. Aber ich kann ja nicht. Ne, es ist auf der anderen Seite, schade. Cold Drinks. Ob die noch kalt sind, bezweifle ich auch ein bisschen. Da ist eine Leiter, die nach oben führt. Na, das er geht sofort drauf zu, ne? Das ist. Ach, guck mal, was wir da haben. Na, wer ist jetzt wieder aufgestanden? Ich hoffe, dass du mal liegen bleibst. Ja, wir können uns immer die Leiter angucken. Ich glaube, die ist zu, oder? Nee, ist sie nicht. Okay. Na gut. Vielleicht ist das ja auch kein großer Bereich hier. Vielleicht kommen wir so in den gesicherten Bereich da rein, in den blauen. Das wäre eigentlich ganz witzig. Sieht so aus. Das ist, glaube ich, der gesicherte Bereich. Ja, so. Das ist gutes Schießpulver. Ja, perfekt. Da hinten komme ich sogar durch. Und ich kann auch gar nicht wieder zurück, sehe ich gerade. Ich bin runtergesprungen einfach, ne? Ja, toll. Kein Rückweg möglich. Hier haben sie doch Pfannkuchen gebacken. Hm. Lecker. So, ist hier noch irgendwas? Ja, oh, ein neues Messer. Aber wir haben noch ein bisschen Platz. Ich nehme es mal mit. Das Messer, was ich aktuell habe, das hält eigentlich ganz gut vor bisher. Ist auch leer jetzt, okay. Cool. Hi. Ah, was zur Hölle? Ja, die geht leider nicht auf. Das habe ich ja verstanden. Aber ich muss jetzt wahrscheinlich die blaue... Irgendwo muss ich jetzt hier gleich das, den Chip finden, um es umzuschreiben. Weil sonst könnte ich ja hier nicht zurückkommen, ne? Ich habe noch 11 Schuss. Telefon. Der hat ein Armband, ne? Okay, jetzt ist die Frage, wenn ich das jetzt einfach kombiniere, geht das überhaupt? Tatsächlich. Die Frage, komme ich jetzt durch Grün auch noch durch? Ah, komme ich automatisch dann, das ist schön. Ist auch gar nicht so kompliziert, ich habe mir schon fast schwieriger vorgestellt mit dem Umformatieren, dass ich wieder in irgendein Gerät ran muss oder so, das geht relativ gut. Was haben wir denn hier Schönes drin? Zombie? Aha, oh, Regulierer, ein Flammenwerfer. Aha, was macht denn der Schönes? Aha, was haben wir da jetzt gemacht? Regulierer, verringert den Benzinverbrauch. Das ist natürlich richtig geil. Und Zombie? Nein.
Hat wer es einmal, ne? Muff. Wie Muff. Habe ich irgendwas, was da reinpasst? Der? Mö. Da muss ich irgendwas einsetzen, was ich noch nicht hab. Da oben ist eine Luke. Na gut. Also ich komme jetzt wieder zurück, immerhin. Wir könnten diese kleine Runde auch mal abspeichern, denke ich. Ja, ich glaube, das machen wir auch mal. Dann haben wir die Räume hier hinten erstmal. Gut, da muss ich das noch mit dem Muff machen, ja. Okay, aber wie gesagt, ich speichere das erstmal ab. Das war eigentlich ganz erfolgreich, der Rundgang hier. Kann man nicht groß meckern. So. Jo. Dr. Lee, Chief Cartwright, erfordert dringend Ihre Anwesenheit im Ostbereich. Ja, hier, aber ob hier wirklich noch ein paar Leute rumlaufen, das glaube ich ja fast nicht. Hab ich noch Pulver? Ne, nur den Film. Eben, ich habe noch den Film. Also müssen wir doch irgendwann nochmal zurückkommen, oder? Aber ich bin mir nicht sicher. Also ich denke schon, dass wir irgendwann zurückkommen ins Polizeirevier. Weil, warum finden wir sonst in der Kanalisation einen Film? Oder, ja, vielleicht kann ihn später nur Claire entwickeln. Aber, ja, das glaube ich fast nicht. Dann könnten wir ihn mit Leon nicht einsammeln. Also ich denke schon, es muss irgendwie die Möglichkeit geben, dass wir nochmal zurückkommen. Vielleicht finden wir hier auch noch irgendwo den Herzschlüssel. Kann ja sein, dass es geändert haben von der Story her. Und dass man tatsächlich nochmal zurückkommt. Ja, gehen wir mal hier reingucken. Dass das Finale vielleicht im Polizeirevier stattfindet und nicht in der U-Bahn. Wie damals. Oh, das ist dieser große Flur, wo von allen Seiten hinkommt. Geil. Das ist ja schön gemacht. Geil. So, hat er Schönes? Oh. Alpha und Ghost. Zielperson bewegt sich zum Westbereich, versucht wohl das G-Virus und das Antivirus zu holen. Herr Ghost. Herr Ghost, genau. Hier Ghost, verstanden. Rendezvous am Punkt W3. Roger. Hier Alpha, Zielgebiet erreicht. Verstanden, wartet auf Zielperson. Hier Alpha, Sichtkontakt mit Zielperson. Er wird den Safe öffnen. Roger, erwarten Signal. G-Virus gesichert. Gesichtet. Wir gehen rein. Dr. Birkin, Sie kommen jetzt ganz ruhig mit uns. Das G-Virus ist im Westbereich. Ist klar. Gut, dann wissen wir das ja auch schon mal. Hier noch was versteckt. Ist schon cool gemacht. Hat auch so, weiß nicht, erinnert mich so ganz bisschen an den Hive aus dem ersten Resident Evil Film auch. Also ein bisschen. Nicht wirklich, aber. Aber das hier ist natürlich schon sehr ähnlich zum Original. Nur, dass es halt nicht ganz so pompös aussieht. Also, hier sieht es pompöser aus, so rum, ne? Schon geil. Da brauche ich Sicherheitsbereich 4 sogar. Okay. Ja, ich weiß, ich darf da nicht rein. Westbereich, ja, da ist blaue Tür. Da komme ich auch noch gar nicht hin, sehe ich gerade. Ja gut, also ist es ja recht linear aktuell. Führungspersonalrechte für Brückenzugang erforderlich. Kann ich verbessern? Nee. Also, Level 3 und das ist Level 4. Und ich habe Level 2. Gut. Ja, schauen wir mal. Ich weiß noch beim, wie hieß es? War das jetzt Darkseid Chronicles oder Umbrella Chronicles? Eins von beiden. Da hatten wir doch hier den Kampf. Leon gegen diesen großen William Birkin. Das war ein richtiger Scheißkampf. Der war richtig anstrengend. Das war echt übel. Okay. Oh. Kommen da die Pflanzen? Das ist einfach nur Gas. Ich glaube, das sollte ich lieber nicht mit dem Flammenwerfer. Ist das nur Luft oder ist das Gas? Tut das weh? Es wird gespeichert. Oh Gott, es wird gespeichert. Lobby. Es ist auch wahnsinnig ruhig hier, ne? Das ist so ein bisschen besorgniserregend. Da läuft ein Timecode. Gut, also hier ist so ein bisschen der Aufenthaltsbereich gewesen. Oder er ist es eigentlich immer noch, aber es sieht ja schon sehr verlassen aus hier. Warte mal, kurz gucken.
Da ist dicht. Okay, gut zu wissen. Bevor ich jetzt die Türen hier ausprobiere, will ich mal hinter die Theke. Ach, oh, das ist ein grünes Kraut. Ja, nehmen wir mal mit. Ich dachte, das wäre ein Schrank, aber. Oh, eine Schreibmaschine noch. Und Truhe? Okay. Ja, warum nicht? Sind sehr großzügig gerade mit Speicherpunkten. Was ist das? Schießpulver. Das ist natürlich jetzt praktisch. Mache ich mal eben. Kombinieren mit dem. Ja, geil. Bisschen mehr Muni. Und ich denke, Pistolenmunition ist hier vielleicht gar nicht so verkehrt. So, ja, will ich hier überhaupt was? Ich kann das grüne Kraut behalte ich, glaube ich, einfach mal. Bei diesem Wagen hier, bin ich auch nicht so überzeugt, ob wir den hier unbedingt brauchen. Aber ich lasse ihn mal ausgerüstet. Wer weiß, wer weiß. Okay, wenn sie es mir anbieten, auf jeden Fall abspeichern, denke ich. Schön. Okay. Liegt der Patron auf dem Boden? Nee. Aber viele Medikamentenflaschen und so hier, ne? Ja, schon. Okay, was haben wir hier? Ei. Das sieht natürlich geil aus.